Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum nächsten Teil von Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords. Ja, es ist viel passiert. Wir haben schon viel gemacht. Wir haben schon viel geschnetzelt und ja, was soll ich noch sagen? Wir kommen langsam, aber sicher. Also nicht mal langsam, eigentlich relativ schnell. Kommen wir voran. Ich muss doch jetzt, glaube ich, diesen Übungsraum finden, oder? Sag doch mal. Oh, ich muss mich auf. Okay, das sieht mir nach Giftgas aus. Scheiße. Gehen wir doch mal zuerst in den anderen Raum hier unten. Damit ich... Bin ich am Aufnehmen überhaupt? Ja, doch, ich bin am Aufnehmen. Kommen wir da rein? Ja. Bam. Willkommen, mein Lieber. Willkommen. Eine Truhe, die wir öffnen können. Danach wird das sicher wieder angegriffen, oder? Nicht? Ein Wunder. Ich dachte, wir werden angegriffen. Na gut. Da haben wir dich doch. Den haben wir gesehen. Noch einer? Da hinten. Ach, bringt nichts. Wir müssen unbedingt den Würgegriff ein bisschen hochskillen. Noch einer, komm. Komm, ich will ein bisschen XP. Ich brauche XP. Ich bin XP geil. Ja, gib mir mehr XP. Da aufmachen. Ich habe jetzt auch einen Weg gefunden, wie ich gleichzeitig meine Videos rendern kann und zocken kann, indem ich einfach dem Spiel Star Wars ein bisschen mehr RAM zuweise und dem Programm Sony Vegas, womit ich schneide, ein bisschen RAM wegnehme. Also einfach die Priorität wechseln. Das macht einfach, dass ich zwar langsamer rendere im Hintergrund, aber dafür trotzdem meine 30 bis 40 FPS im Spiel habe. So. Scheiß Giftgas. Ist mir scheißegal, ey. Oh. 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 Ich werde ihn lehren zu sehen. Da, 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 da. Wir sind der Stärkste. Bam. So, und der noch. Also, ich weiß nicht, wieso habe ich diesen Mandalor überhaupt dabei? Der steht nur da und macht. In der Zeit, wo der einen Schuss abgefeuert hat, habe ich schon 3-4 Leute gekillt. Gesperrt. Menno. Oh. Oh, hier ist der Trainingsraum. Gut, Computerkontrollfeld. Trainingssequenz starten. Fehler. Stufe 2 Trainingsraum beschädigt. Fehler wird behoben. Behoben, Stufe 16 Trainingsraum gestartet. Was? 16. Trainingssequenz gestartet. Heißt es. Oh, wir müssen jetzt gegen alle auf einem. Ja, aber die sind doch nichts. Ach, die haben. Nichts. Keine Chance gegen uns. Eine Schwäche wird offenbar. Mandalor, Mann, jetzt mal ernst jetzt. Kann es nicht sein, was du hier machst. Kann nicht sein, dass ich hier 4 Leute kill und du derzeit nur einen einzigen. So. Zu einfach. Viel zu einfach. Tja, das war's schon, ha? Training abgeschlossen. Bereich Ergebnisse. Training nicht bestanden. Grundzeit abgelaufen. What the fuck? Übertretung unzulässiger Verhalten für Stufe 16 Student. Melden Sie sich im Arrestbereich zu einer disziplinarischen Maßnahme. Weil wir zu lang gebraucht haben? Echt jetzt? Ach Leute. Hey, ich will das aber nochmal machen. Kann ich das? Okay, du hast, du bist aus dem Trainingsraum entkommen und hast die Arrestzelle betreten. Kann ich da noch was machen? Nö. Hey, ja, als ob wir da zu lang gebraucht hätten für. So ein Schwachsinn. Ah, naja, auf jeden Fall. Oh. Hä? Die Jedi-Meisterin, die wir gesucht haben. Ah ja. Ich habe den Tod dieses Jedi kurz nach unserer Ankunft auf Korriban gespürt. Wieso sagt ihr nichts? Ich hätte sie selbst töten können. Sie war für meine Verbannung mitverantwortlich. Na toll. Ich wollte so gern mal gegen... Ah, mal wieder einen guten Kampf haben. Dunklen Punkt erhalten, Erfahrung 500. Ich bin Level Up, yes! Und neuen Tagebuchantrag. Du hast die Überreste von Meisterin Vash auf Korriban gefunden. Anscheinend war sie hier ein Köder der Sith. Okay, aber erstmal Level Up. Fähigkeiten. Selbst heilen? Überreden? Und Tarnung. Wollte ich jetzt mal ein bisschen hoch machen. Warum auch immer. So.
So. Ach, das fand ich eigentlich gut. Durch Training und Meditation kann der Charakter die Macht besser kanalisieren und seine Machtpunkte schneller regenerieren. Ach, das finde ich eigentlich gut. Wollen wir das machen? Boah, wenn du dieses Talent einsetzt, verursachst du mit deinem nächsten Nahangriff plus 12 Punkte Schaden. Allerdings sinken deine Chancen, den Gegner zu treffen, um 3 Punkte. Weiterhin wird der kritische Mal. Okay. Nein. Was haben wir hier? Ja, ich wollte. Ja, doch. Stimmt, ja, kämpfst du mit einer Doppelklinge oder mit zwei Waffen gleichzeitig pro Hand senken? Machen wir doch das. Neue Kräfte. Oh. Plus 4 auf Angriff, Schaden und Willenskraft. Das finde ich gut, Alter. Das finde ich richtig. Oh, besseres Machtheilen auch noch. Okay. Ja, nu. Ich finde das eigentlich mega gut. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich... Angst, Horror... Verbessertes Wirken. Komm, machen wir das. Annehmen. Kommt mir das nur so vor, oder wird das immer mehr Rauch hier unten? Ist das überhaupt möglich? Oh, ich denke mal schon. Ein Datapad. Das Tagebuch von Meisterin Lona Vash. Ich habe die Sith gefunden, die ich hier auf Korriban gesucht habe. Ich bin nicht dumm, aber ich wäre ihnen doch beinahe in die Falle getappt. Ist sie ja wohl. Ihr Anführer, Darth Sion, ist einer Enttarnung... Was? Ist eine Enttarnung der dunklen Seite? Entartung der dunklen Seite. Wie ich sie nie zuvor gesehen habe. Obschon er klug genug war, mich zu fangen, kommt er mir äußerst grausam vor und müsste leicht zu bezwingen sein. Neuer Tagebucheintrag. Du hast die Überreste der Jedi-Meisterin Lona Vash gefunden. Sie war von Sith-Killern gefangen und ermordet worden. Gibt es noch was zu holen hier? Nicht, ne? Na gut. Ah, gib mir mal nicht. Disziplinarische Nachnahme ansetzen. Oh, wir kommen wieder raus. Ich glaube, wir sind von da gekommen, oder? Soll ich das mal... Wartet mal schnell. Ich will mal diese disziplinarische Maßnahme machen. Aber ich speichere vorher ab, nicht, dass wir irgendwie so einen Stromschlag kriegen und dann verrecken. Das wäre es noch ohne Scheiß jetzt. Also, disziplinar... Selbst zurück. Festgestellt. Die Mannschaft des Arrestbereichs wird die Maßnahme durchführen. Also doch nicht. Passiert doch nichts. Boah, Rage jetzt. Boah, jetzt bin ich aber hier voller Rage. Oh, wir werden erwartet. Oh, muss das jetzt kommen? Genau jetzt. So, nochmal. Ich fürchte euch nicht. Ich habe auf euch gewartet, mein Freund. Seid ihr auf der Suche nach Antworten? Es gibt keine. Der Ruf Korribans ist stark, aber es ist der Ruf der Toten. Es passt, dass ihr hierher kamt. Ich habe euch studiert und nur Schwächen gefunden. Und doch klammert sie sich an euch, als wärt ihr alles, was ihr am Leben hält. Was will Kreia von mir? Sie klammert sich an die Hoffnung, dass sie jemanden ausbilden kann. Jemanden, der an ihren ersten Schüler heranreicht. Sie ist eine Närrin, die dem Tod entronnen ist. Das wird ihr kein zweites Mal gelingen. Wenn ihr euch an ihr rächen wollt, werde ich euch nicht im Weg stehen. Ihr seid voller Schwäche und Furcht. Ihr seid nur auf dem Papier, ihr Schüler. Ich bin der Meister. Und darum werdet ihr sterben. Oh, mein Freund, du weißt nicht, mit wem du dich hier anhörst. Ja, komm. Okay.
Oh, keine Chance hat der. Oh, der macht gut Schaden. Ich werde ihn lehren zu sehen. Die Ehre liegt bei mir. Du darfst gerne mit angreifen. Sion. Er kann nicht besiegt werden. Er ist kein Wesen aus Fleisch und Blut. Dieser Kampf kann nicht gewonnen werden. Flieht. Ich werde vor diesem Leichnam nicht weglaufen. Ein andermal. Aber nicht jetzt. Nicht hier, während Korriban ihn durchströmt. Ach ja, super. Sie beschützt ihn. Schirmt ihn ab. Findet ihn. Folgt ihm überall hin. Noch einmal entkommt er mir nicht. Ich werde ihr seine Leiche vor die Füße werfen. Es wird sein, als würde ich ihre Kinder töten. Ich töte alle, die sie beschützt, bis ihre Hände blutbefleckt sind. Eieiei, der scheint ja richtig sauer auf die gute alte Kreia zu sein. Und das war's anscheinend. Sind wir schon fertig mit Korriban? Finde ich ein klein wenig schade. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Jedi-Meisterin gefunden, was ja auch... Aber okay, ist nicht schlecht. Wir haben sie gefunden. Oh, wir können jetzt in diese Höhle rein wahrscheinlich, oder? Ja, mal gucken, was es hier zu holen gibt. Die ja angeblich zu schwer für uns gewesen ist. Ein Datapad. Energiestab. Dieses Datapad scheint einem Sith Tukata Trainer gehört zu haben. Ich habe einige meiner erfahrensten Tukata in die Höhle geschickt, um den Shirax-Ding kraus zu machen. Soweit so gut. Und doch, ich mache mir wegen des Eifers Sorgen, mit dem die Bestien auf die Jagd gehen. Ich muss die Tukata, die ihren Meister ignorieren, besonders hart bestrafen, bevor sie wieder in ihre alte Raubtiermentalität verfallen. Okay. Okay. Kann ich die schon wirken? Ah, schön. Boah, Leute! Ey, die haben ja gar keine Chance gegen uns. Ist ja übel, was wir an Schaden raushauen. Machen wir gleich. Oh. Ja, komm. Hey, ich glaube, wir sind ein bisschen zu stark für hier. Keine Ahnung, wir zerficken ja alles. Also gut, die beiden sind gerade Levelaufstieg. Das lasse ich natürlich mir nicht entgehen. Neue Kräfte. Ja, das ist halt gut, weißt du, weil ist halt so. So. Und dem gebe ich sowieso automatisch Levelaufstieg, weil der mir eigentlich... Jo. Hey, was ist denn da los? Mein ganzes Handy die ganze Zeit am vibrieren. Eine Sith-Leiche. Wir können weiter geradeaus. Also ich könnte ruhig noch ein bisschen mehr Leben gebrauchen, weil das habe ich anscheinend noch nicht so viel. Das muss ich ernsthaft zugeben. So. Aber ist eigentlich anders auch nicht schlimm. Weil ich die meisten hier eigentlich alle one-hitte. Und mich die Visa ja relativ gut heilt. Ja, wir haben doch gar keine Chance gegen. Davon habe ich noch mehr. Oh, Leute. Na gut. Wir gehen aber erstmal da lang. Wir sind Darth Nier, der beste Sith Lord aller Zeiten. Oh Gott. Oh, was? Jetzt. Ja, komm jetzt. Ist auch schon zu spät. Boah, das ist aber viele. Thank you.
Ja, sehr schön. Und nicht aufhören. So. Ein bisschen auf Abstand. Davon habe ich noch mehr. Boah, Leute, wir räumen hier richtig auf. Ich bin richtig stolz auf uns. Da will ich jetzt noch nicht lang. Erstmal gucken, was wir hier, ob wir hier irgendwas plündern können. Wir gehen erstmal ganz rüber, würde ich vorschlagen, oder? Ja. Boah, seht euch das an. Sehr schön. Ja, Granaten, als ob wir sowas noch bräuchten. Oh, 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 wir werden angegriffen. So lächerlich, was die hier versuchen. Schaut's noch mehr. Oh. So. Ist unglaublich. Ist echt unglaublich. Aber gut. Da vorne sind noch ein paar von diesen komischen, unsichtbaren Viechern. Ja, ich weiß, habt ihr gesehen. Ja? Nein, wollt nicht reden. Ja, ich weiß. Die machen aber gut Schaden, das darf man nicht vergessen. Aber wir haben natürlich den längeren Hebel. So. Die hätten wir. Oh, was auch immer das ist. Wollen wir erstmal? Nee, komm, wir gehen da rein. So. Die Energie, die ich durch die Höhle kommen spürte, liegt direkt vor uns. Ich glaube, ihr seid stark genug, das vor euch liegende Grab zu erforschen. Ihr müsst euch den Herausforderungen dieses Grabes alleine stellen. Seid ihr bereit? Natürlich bin ich das. Ich werde alleine weitergehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da drin uns erwartet. Oh, okay. Wir speichern auf jeden Fall mal ab. Ich weiß ja nicht, wie schwer das hier sein wird. Oh, wer ist das denn? Schenkt den Worten des Jedi-Rats keinen Glauben. Die Republik wird untergehen, wenn wir jetzt nicht handeln. Die Mandalorianer haben bereits 3 Rim-Systeme eingenommen. Mit der Zeit werden sie nur noch mächtiger. Kommt, stellt euch auf meine Seite. Wir nutzen unsere Kraft dazu, der Republik in diesen Zeiten der Not zu helfen. Schließt euch Revan an. Gemeinsam werden wir diese Bedrohung besiegen. Schluss mit den Spielchen. Zieht euer Laserschwert und kämpft. Ihr wollt euer Schicksal bekämpfen, Jedi? Gewalt anstelle von Vernunft? Ausgezeichnet. Ihr seid ein würdiger Verbündeter. Oh, abspeichern, wie gesagt. So. Was mache ich denn am besten? Leute? Wow! Oh, ey, ist ja unfair. Ah, das ist noch der eine. Okay. Ich nehme an, Würgegriff wird nicht helfen. Oder? Lebensentzug? Nee. Komm. Nein, hilft nicht. Boah. Okay, jetzt richtig. Bastard, Alter. Yes! Oh, shit. Ich glaube, das wäre gar nicht so einfach gewesen. Zeig mal her. Weil ich weiß nicht, warum das manchmal auf Deutsch steht. Das war Malak gewesen, okay. Sehr schön. Ey, Leute. Ich sag's nur einmal. War echt nicht einfach. Also einfach, ja klar.
Aber ihr seht, was ich immer noch an Schaden einstecke. Also daran müssen wir auf jeden Fall noch arbeiten. Ist ja übel. Es kann doch nicht sein, dass ich hier mit ein, zwei Treffern hier fast verrecke. Geht's hier rein? Ja. Okay. Ah, ich speichere jetzt trotzdem nochmal ab. So nach dem Kampf. So auf Nummer sicher zu gehen. Man weiß ja halt nie, was einen hier erwartet. Vielleicht kriege ich hier drin ein neues Laserschwert. Das wäre natürlich Hammer. Okay. Ja, komm, die sind ja nicht schwer. Ein leichtes. Oh, hier haben wir was. Ein gelben Kristall. Mandalorianer Gemüchel. Aber sonst? Noch nicht wirklich etwas, was ich brauche. Ich gucke, dass ich diese zwei immer aufrechterhalte. Da können wir erstens schneller kämpfen und sind, glaube ich, auch stärker oder so. So, jetzt gehen wir nochmal hier rein. Gucken, was uns hier erwartet. Mhm. Ah, die kommen ja nicht mal zum Angriff, die Gegner. Haben hier überhaupt gar keine Chance. Selbst gar nichts. Oder wie? Sehe ich das richtig? Hier ist gar nichts zu holen. Ah, hier, Geröll. Den kann man für ein Laserschwert gebrauchen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da können wir unser Laserschwert ein bisschen modifizieren. An der Werkbank. Leute, weil stark genug kann man nicht sein. Kann man nie sein. Und jetzt die Tür, hä? Gesperrt. Ja. Ah, ne, das ist der Ausgang wahrscheinlich gewesen. Genau. So. Ein leichtes für uns. Dun, 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 dun. Hinter der Tür erwartet uns irgendwas. Oh, ein Datapad. Dieses Datapad ist defekt. Die letzte Nachricht wurde jedoch eingebrannt. Die anderen dachten, dass sie sich am Brutplatz der Shirak vorbeischleichen können. Ich sollte die Tür verschließen und auf ihre Rückkehr warten. Hoffentlich finden sie einen Weg aus diesem Grab. Diese Visionen werden bald meine Grenzen mit dem Training angeeignete Disziplin vernichtet haben. Neues Tagebuch. Du hast das Datapad eines Jedi gefunden, der das versteckte Grab erkunden wollte. Wenn du das Grab erforscht, findest du vielleicht heraus, was aus den anderen Mitgliedern der Expedition geworden ist. Na dann. Mach die Tür auf. Oh, das sind, glaube ich, ein bisschen viele. Die erledigen wir so. Boah, ey, Leute. Ein leichtes. Na, kommt alle her. Geht immer noch mal schnell. Vor allem, das zockt mir überhaupt gar keine Macht mehr. Die ist hier unten rechts total voll. Wegen dieser wahrscheinlich Machtfokus. Das finde ich halt schon ziemlich krass. Glaube ich zumindest, dass das deswegen ist. Wir kommen gut voran. Der Weg unseres Schicksals. Öffnet die Tür. Wer bist du denn? Wir haben schon wieder einen Frachter mit schweren Droiden verloren. Wie sollen wir die Reihen der Mandalorianer denn bitte ohne Unterstützung knacken? Alles ist vermint und Vision. Voller Feinde. Ich weiß, dass wir vorrücken sollen, aber sie sind uns haushoch überlegen. Es geht nicht, General. Wir müssen uns zurückziehen. Wir mussten angreifen. Unsere Truppen waren entschlossen zu siegen, sonst wäre der Krieg vorbei. Wir hatten keine Wahl. Es ist nur eine weitere Möglichkeit zu kämpfen. Wir haben schon die Hälfte der Männer verloren. Der Rest der Kompanie sitzt an der Absturzstelle fest. Sie können doch nicht verlangen, dass die Truppen vorrücken. Was macht es für einen Unterschied, wenn wir angreifen? Würde unser Opfer irgendwas bedeuten?
Krieg fordert Blut. Eures wurde an dem Tag genommen. Es ist sinnlos, nach einer Bedeutung zu suchen. Wir rücken vor, wenn Sie es verlangen. Der Pfad ist vermint. Wenn wir angreifen, wird es Verluste geben, General. Die einzigen Verluste, die in diesem Krieg zählten, waren die Jedi. Greift an. Ich werde es den Männern sagen, General. Boom, boom, boom. Ihr habt den General gehört. Angriff! Angriff! Oha, Mann. Keine Chance, ey. Ach, Leute. Eine Illusion, mehr nicht. Okay, dann stehen wieder hier drei Türen zur Auswahl. Schauen wir mal. Wir sind wieder ein paar von diesen Shirox, oder wie auch immer die heißen. Eine Feldkiste. Okay. Hier können wir auch nochmal reingucken, in dem Geröll. Oh, wir sind bald bei 30 Minuten. Ich muss ein bisschen beeilen. Oder sonst mache ich die Folge halt ein klein wenig länger, oder? Geh mal weg hier. Bist im Weg. Gibt's hier was zu holen? Nee, gar nicht, oder? Nee, hier gibt's nichts zu holen. Also weiter geradeaus. Oh, da wartet irgendwas auf mich. Okay, okay. Ah, ich glaube nicht, dass das Ding so stark ist. Das ist nur ein Hisses. Schwächlich. Kein Wert zum Leben. Da. Oh, das ist, das sieht mir nach Kreia aus oder so. Keine Ahnung. Ich gehe erstmal hier rein. Nicht, dass wir noch irgendwas verpassen. Mach mal die Tür auf. Oh, was haben wir denn hier? Toter Jedi. Datenpad und eine Zelle, eine Ionenzelle. Geil. Dies ist das Tagebuch des Jedi Nebelish. Die meisten Daten wurden absichtlich gelöscht. Es ist nur noch ein Eintrag vorhanden. Diese Vision. Die Vision. Sie versuchen mich zu überlisten, indem sie die Gestalt meines Begleiters annehmen. Aber meine Disziplin ist stark. Ich habe es in ihnen gezeigt. Eine fiel durch die Shirak, die andere durch mein Lichtschwert. Ja, okay. Oh, was? Was ist das? Was ist das? Ah. Ja, ist jetzt egal. Boah. Ich bin trampelig. Komm schon. Einen haben wir. Du bist zäh. Zäher als die anderen, aber nicht zäh genug. So. Sehr schön. Toter Jedi, leer. Nichts mehr zu holen. Nun denn. Oh, da kommt noch mehr. Was geht denn hier ab? Ah, weil ich die... Oha, Leute. Da kommen ja immer mehr. Oh, oh. Das sind nicht wenig. Ey, das ist ja ein richtiger Cheat hier. Stärke. Geschicklichkeit, diese Geschicklichkeit. Stimmt, ihre Beweglichkeit, die Reflexe, die höhere Geschwindigkeit. Nee, das brauche ich nicht. Deine Gesundheit spielt sich in Kondition deines Charakters wieder. Je besser deine Kondition ist, desto mehr Gesundheitspunkte hast du. Ich gehe jetzt echt mal ein bisschen auf Kondition. Verletzte heilen. Talente. Wollen wir das noch ein bisschen machen hier? Hey, lass mich mal das jetzt echt ausprobieren.